Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele heute den Hinterwäldler. Und ich spiele mit dem Perk-Bild der Hakenflucht. Und zwar ist das ein Perk-Bild aus unserem Steam-Guide. Und ich spiele daher mit den Perks Triff deine Wahl, Barbecue und Chili, Aufgezehrte Hoffnung und Pop Goes the Weasel. Und hier hätte ich beinahe schon mal die erste gehabt, die fleißig die Palette umwirft. Ich habe außerdem zwei Addons mitgenommen. Einmal, dass ich meine Säge ein Stück weit schneller aufladen kann. Und dass ich meine Säge auch ein bisschen besser lenken kann. So, und jetzt haben wir die erste. Die hängen wir hier unten in den Keller. Und dann mal schauen, wo wir die nächsten dann finden werden. So. Und zack, ab an den Haken mit dir. Dort hinten sind da zwei. Nein, das ist zumindest aber nur eine. So, ich stehe direkt hin. Denn ich bin ja mit der Hakenflucht unterwegs. Also die Palette mache ich weg, dann trete ich nochmal gegen den Gen, denn Pop Goes the Weasel will auch genutzt werden. Da wurde gerettet. Direkt für Triff deine Wahl wieder zurück. Ich bin ja auch sehr schnell. Okay, dort haben wir eine Claudette. Hat sie so vielleicht sogar gerettet? Dort hinten ist die Fang. So, der will ich auf jeden Fall einen mitgeben. Nein, sie hat nicht gerettet. Schade. Ist sie wieder rein? Sie ist wieder reingerannt. Und die Palette ist auch weg. So, der Kadett nach. So, hier trete ich gegen. Nein, sie ist wieder umgekehrt. Schlaue Claudette. Schlaue Claudette. Die hält mich jetzt ziemlich lange hin, das ist nicht gut. Gerade wenn man ohne Ruin spielt, muss man eigentlich schnell die Leute plätten. Hallo. Ich weiß, dass dort hinten wahrscheinlich die Kate wieder dran sitzt. Hab ich dich? So, dich bringe ich schnell an den Haken, dann will ich schnell gegen den Generator dort treten. So, ich glaube, es gab keine Taschenlampe, ansonsten wäre das jetzt ziemlich dumm, da hätte ich gegen die Wand schauen müssen. So, hier hänge ich dich hin, zack. Dort hinten ist jemand und dort. Hier hat wieder jemand dran gearbeitet. Pop Goes the Weasel ist wieder drauf. Und ich säge. Waren die bei meinem Totem? Ich säge mal zu meinem Totem. Einfach um sicher zu gehen. Nee, hier sehe ich niemanden. Da wurde ein Gen aktiviert. Die Raben sitzen noch. Die Palette steht noch. Habe ich die nicht gerade zerstört? Okay. Da wurde die zweite gerettet. Ich sehe wieder zurück. Vielleicht habe ich ja jetzt jemanden mit Triff deine Wahl. Upsi. Ich glaube, ich habe hier hinten jemand gesehen. Oder auch nicht. Dort ist eine Kate. Die hat bestimmt gerettet, denke ich. Hoffe ich. So. Hallo, Kate. Nein, die hat nicht gerettet. Ach. Irgendwie habe ich mir von Triff deine Wahl mehr erhofft. So, jetzt müsste sie nämlich umkehren. Und läuft jetzt dort lang und nicht zu den Paletten dort hinten. Ich hoffe mal, dass sie jetzt zu nichts Gescheitem kommt. Einmal habe ich dich. Ich weiß, dass hier jemand war. Dort rennt jemand. Derjenige versteckt sich wahrscheinlich hier in der Nähe. Oder wartet hier? Und ich habe die Mac gesägt. Okay, das ist nice. Das ist jetzt richtig gut für mich. Kann ich die Kate schnell aufhängen, dann die Mac aufhängen. Und dann habe ich eigentlich direkt schon
4 Zeichen, wenn alles gut geht. So, einfach den Haken mit dir. Und jetzt nehme ich dich mit und hänge dich hier hin. So, zack. Und da wurde schon gerettet. Ich muss hier weg. So. Jetzt habe ich meine 3 Zeichen. Jetzt bin ich ein gefährlicher Mörder. Also ich wollte jetzt nicht auf die Verletzte gehen. Darum gehe ich jetzt auf niemanden. Ach, wie blöd. Okay, passt auf. Ich gehe jetzt zu meinen Gens, die ich jetzt noch versuchen werde zu halten. Jetzt habe ich aber halt die Power durch aufgezehrte Hoffnung. Und das wird extrem nützlich. Hier ist niemand. Die Generatoren sind sogar glücklicherweise relativ nah beieinander. So, hier ist niemand. Wenn ich raten müsste, sind sie alle hier irgendwo und teilen sich erstmal. Ja, aber wie gesagt, da müsste ich halt nur raten. Dort hinten ist großes Heiltreffen. So, auf die Schulter mit dir. Du kommst jetzt hier in den Haken. Und dort hinten sitzt jemand an meinem Totem. Ich hab's noch gesehen, ey. Es ist unmöglich. Hallo, Kate. Mit Sprintboost. Die Palette habe ich vorhin zerstört. Okay, ich hatte kurz Freude durch aufgezehrte Hoffnung. Genau, für einen Schlag hat's mal gereicht. Für mehr dann leider nicht. So, dich hole ich auf die Schulter. Dann hänge ich dich hier hin. Die sind hier garantiert noch alle irgendwie in der Nähe. Na? Hier hinten ist jemand an den Gen gelaufen. Da will ich doch dann gleich mal auf größte Wiese draufhauen. Ja gut, lohnt schon kaum. Da hole ich mir jetzt schnell lieber die Claudette hier. Ne, die Mac. Hab ich dich einmal. Die rennt aber auch ohne Halten. Da kann man die Paletten so ein bisschen stehen lassen. Sehr gut. Oh, meine Liebe. Hab ich dich? Ja, ich habe mich selbst verwirrt, aber es hat geklappt. Auf die Schulter mit dir. So, und du kommst hier an den Haken. Dort hinten hat es gekracht an dem Gen. Da haue ich dir, dann gehe ich direkt Pop Goes the Weasel drauf. Hab ich dich, Kate? Da haue ich trotzdem jetzt nochmal kurz Pop Goes the Weasel drauf. Jeder Rückgang ist mir jetzt gerade heilig. So, das Gute ist halt, Pop Goes the Weasel hilft mir bei dem Bild nochmal so ein bisschen. Sorgt halt dafür, dass ich wenigstens so ein bisschen Rückgang bei den Überlebenden, dafür sorgen kann, dass es halt ein bisschen zurückgeht, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, du kommst hier hin an den Haken. Zack. Und du bist tot. So, die anderen müssen anscheinend in der Nähe sein. Hier ist niemand. Mach ich die Palette hier mal kaputt. Und säg zu dem Gender. So, vielleicht haben sie wieder angefasst. Doch, ich gehe nochmal nach hier unten. Ich meine, Popcorn ist die Wiese, ne? Auch wenn es nur so ein Mühe ist. Zack. Und es ist wieder weg. Und ich säge jetzt hier lang. Dann nehme ich hier die Kurve. Upsi, ich dachte, den Weg schaffe ich noch. So. Sitzt hier jemand? Sieht nicht so aus. Nein. Okay, und weiter geht's. Wieder hier lang. Hier ist niemand. Die haben jetzt natürlich so ein bisschen verkackt, ne, mit den Generatoren. Die sind alle extrem nah beieinander. Der klingt sogar relativ weit. Den mache ich kaputt. Dann suche ich die Umgebung ab.
Wo sind meine Freunde? Anscheinend nicht hier. Zack, zack. Und ich sehe weiter. Hier unten hat jemand dran gearbeitet. Dort sind Rennspuren. 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 Hallo, Max. Die gebe ich einfach einen mit. Ich meine, ich hätte jetzt auch versuchen. Ja gut, ich hätte sie eh nicht gesiegt bekommen. Hallo. Okay, was war das? Claudette. Nimm deine schmierigen Pfoten von dem Jen weg. Was? Ich sehe hier die ganze Zeit Füße. Aber es ist nur Gras. Okay, naja, kann ich nichts machen. Finde ich nicht. So, auf die Schulter. Ist da ein Haken? Ja. Ich nehme den Bogen, dass ich sie im Zweifel sogar nochmal wegjage. Aber sie ist nicht mehr rangegangen. Dann hänge ich die Mac hier hin und trete gegen den Jen. So, zack. Und sie ist tot. Okay. Perfekt. So, hier trete ich gegen. Dort hinten hat es geklappt. Der ist auch sogar relativ weit. Oh, das war sehr nah am Baum dran. Sehr gut gemacht. Hier ist ein Fenster. Hab ich dich? So, Claudette. Nein, du hast nicht mehr hier dran gearbeitet. Okay. Oh, okay, die hat sich gut versteckt. Dann hänge ich die Fänge jetzt hier in die Ecke. Vielleicht bekommt er die Claudette die Falltür. Wenn sie sich geschickt anstellt. So, du hängst hier hin. Zack. Und dann schaue ich mal. Nee, ich finde die andere nicht. Ja, bekommt sie die Falltür, meine Güte. Ist halt nur blöd fürs Emblem, aber ja, was soll ich machen? So, die Claudette war hier in der Nähe. Nein, das ist bloß der Antitus. Okay, ich dachte, das wären die roten Rennspuren von Claudette. Ist natürlich auch eine Prestige 3 Claudette, die findet man halt nicht so einfach wieder. So, und hier gibt es halt auch, das ist halt Shelter Woods, hier gibt es keinen Hügel, kein gar nichts, nur den Baum, wo man sich so ein bisschen höher hinstellen kann. Aber es ist stille Nacht. Dort hinten sind Rennspuren. Nach links. Dort ist die Claudette. Einmal. Dort hinten läuft sie. Ach, das war blöd. So, aber die bekomme ich jetzt. Hallo. Perfekt, habe ich noch die letzte gefunden. Ja, ja, manchmal sieht man halt besser was, wenn man stillsteht und sich umschaut. So, bei den Haken, Pop Goes the Weasel. So, Mensch, da hat sich der Bild doch nochmal ausgezahlt. Wobei, so richtig ausgezahlt hat er sich nicht. Trifft deine Wahl, konnte ich nie nutzen. Aufgezahlte Hoffnung war zu schnell weg. Barbecue war halt gut, aber das ist halt immer gut für einen Billy. Und Pop Goes the Weasel war, denke ich, jetzt auch nochmal ganz okay. Ich meine, ist ja klar, dass nicht jeder Bild, jeder Perk so dann perfekt aufgeht. Aber ich meine, dafür probiert man es ja, ne? So, Ruthless Killer. Außerdem, man testet mal Perks, die man halt sonst nicht so oft benutzt. So, good game, liebe Überlebende. Zack, zack. Und, ja, was habe ich gemacht? Pip, wundervoll. Ein Stück weit mehr jagen, ein Stück besser die Generatoren halten. Aber Generatoren halten ohne, ja gut, mit Pop Goes the Weasel ging's, aber ohne Ruinen, ohne irgendwas anderes, ist das schon ein bisschen schwieriger. So, und das waren die Überlebenden. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kritiken und Anregungen in den Kommentaren lassen. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!